Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Logbuch. Ich bin Darka Total und ich möchte euch Minimetro mal wieder zeigen. Vor über einem Jahr habe ich euch das Spiel schon mal gezeigt, damals noch in einer sehr frühen Alpha-Version. Und seitdem hat sich verdammt viel getan. Das Spiel ist mittlerweile fertig, ist auf Steam oder auch auf der Homepage der Entwickler erhältlich und da hat sich einiges getan. Und es macht aber immer noch so viel Spaß wie früher. Ich habe vor ein paar Tagen das Spiel einfach mal wieder ausgepackt, habe es gespielt und ich war sofort wieder gefangen. Und irgendwie hatte ich das große Bedürfnis, das Ganze euch mal wieder zu zeigen und mit euch zu spielen. Mal schauen, wie schlecht ich mich anstelle. Logbuch bedeutet bei uns, ich möchte euch das Spiel zeigen, ich möchte euch die Funktionen zeigen und auch, ja, es selbst spielen, aber jetzt nicht ganz lange, sondern uns nur auf diesen einen Teil beschränken. Und also es wird jetzt kein langes Let's Play, aber ich möchte euch dennoch einige schöne Zeit mit diesem Spiel verbringen. Ja, Minimetro, was ist das Spiel? Es ist, wenn man es übertreibt, es ist eine U-Bahn-Netz-Simulation. Man bekommt verschiedene Stationen, die muss man verbinden mit verschiedenen Linien. Und muss die immer wieder so optimieren, dass eben alle Fahrgäste rechtzeitig von A nach B kommen. Und rechtzeitig bedeutet, die Stationen dürfen nicht überfüllen. Und das wird irgendwann sowieso passieren. Also man wird es nicht perfekt lösen können. Irgendwann ist das Spiel auf alle Fälle aus. Aber es geht eben darum, das Spielende so weit nach hinten zu verzögern wie möglich. Und das kann verdammt herausfordernd sein. Ich zeige euch das Ganze gleich mitten im Spiel, weil da ist es deutlich einfacher zu erklären. Ganz am Anfang gehe ich mal hier rein in die Einstellungen, möchte ganz kurz darauf eingehen, was es hier gibt. Viel ist es nicht, Auflösung, Vollbild, Sprache, es gibt viele Sprachen. Zwei Dinge, die ganz cool sind. Das eine ist der Nachtmodus, also das, was ihr hier im Hintergrund seht, das ist das Spiel, so sieht das Spiel aus. Diese Vektorgrafik und man sieht immer sehr, sehr viel weiß und gerade wenn man nachts in dunklen Zimmern spielt, ist es immer ein bisschen hell. Deshalb kann ich auf Nachtmodus klicken, flupp, alles ist dunkel und gibt ja viele, die das mögen. Ich mag es gar nicht so, aber ich kann nachvollziehen, dass es viele diesen Modus mögen. Aber ich belasse es mal bei weiß und was ich auch sehr positiv hervorheben möchte, ist der Modus für Farbenblinde. Wenn ich hier drauf klicke, dann sind die Farben anders. Und zwar so, dass eben auch Farbenblinde die Farben nicht immer hundertprozentig auseinanderhalten können, dass sie das Spiel dann auch spielen können, weil es ist für das Spiel enorm wichtig, dass man weiß, aha, das ist blau und das ist grün, dass das unterschiedliche sind. Und deshalb finde ich das sehr, sehr löblich und auch in vielen, vielen AAA-Spielen Farbenblinde haben es schwer. Ich weiß es zum Beispiel aus FIFA, da haben sich bei mir, ich war ja früher in der Modding-Szene unterwegs und haben immer viele angefragt, ja, kann man da vielleicht was machen, dass die Anzeige irgendwie ja, besser ist für Farbenblinde. Also es gibt viele Spiele, wo eben nicht viel Rücksicht auf Farbenblinde genommen wird und es ist eigentlich sehr, sehr löblich, dass sie das hier machen. Genau, wir gehen einfach direkt rein und spielen mal und wir sehen hier ganz am Anfang verschiedene Karten. Es fängt an mit London, das war die einzige Karte früher in der Alpha-Version und jede Karte zeichnet sich dadurch aus, dass es verschiedene Wasserflächen gibt. Hier in London die Themse, in Paris haben wir die Seine, da mit den Inseln, wo die Notre Dame drauf steht, New York City, kennt man auch die Insel vom mit dem Hudson River drumherum, Berlin, Melbourne, Hongkong, Osaka, St. Petersburg, Montreal, Sao Paulo, Kairo und Auckland. Also jede Menge verschiedene Karten. Die ganz oben habe ich noch nicht freigeschaltet. Freischalten ist an sich nicht schwer. Man muss eigentlich immer nur eine gewisse Anzahl an Fahrgästen aus der Stadt davor transportieren. Ich bin momentan bei St. Petersburg. Habe einfach noch nicht weiter gespielt. Manche haben auch ein bisschen was anderes. Das werde ich euch nachher auch zeigen können. Also bisschen spezifisch haben sie. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir spielen Paris. Was haltet ihr von Paris? Ist ja gerade sehr in. Alles mit Paris. Hier unten haben wir noch Spielmodus. Kann ich auch ganz schnell zeigen. Wir haben hier den Standardmodus. Das bedeutet, man muss versuchen, seine Stationen nicht überfüllen zu lassen. Also der ganz normale Modus. Sobald eine Station überfüllt ist,
hat man verloren. Dann gibt es den Endlos-Modus. Das bedeutet, dass es die Haltestellen eben nicht überfüllen können. Also es ist wirklich ein Endlos-Spiel. Allerdings fehlt dann eben auch die Herausforderung, dass man ja die Haltestellen nicht überfüllen lässt. Und, aber wenn man eben wirklich effizient bauen möchte oder mal einfach ein bisschen rumspielen möchte, dann ist das ein ganz guter Modus. Und dann gibt es noch Extrem. Den habe ich noch nicht gespielt, den will ich auch nicht spielen. Denn das ist dasselbe wie Standard. Also verhindere überfüllte Stationen. Aber gebaute Strecken können nicht geändert werden. Das ist, glaube ich, nicht lustig. Denn das ist sehr wichtig, dass man ständig im Spiel immer wieder die Routen ändert. Und wenn das nicht geht, dann ist das, glaube ich, sehr schwierig. Deshalb stelle ich ganz schnell wieder zurück auf Standard. Und wir gehen direkt nach Paris und spielen mal. Und ich versuche euch das Spiel jetzt zu erklären. So, das ist das Spiel. Wasserflächen und Landflächen kann man sehen. Und wir haben hier diese Symbole. Also Dreieck, Viereck, Kreis. Das sind Haltestellen. Und diese Haltestellen, die muss ich verbinden mit U-Bahn-Linien. Das geht einfach durch Mausklicken und Ziehen. Und ja, so einfach funktioniert das. Und dann fährt vollautomatisch hier ein kleiner Zug, in den momentan 6 Leute reinpassen. Leute, das sind immer diese kleinen Symbole hier, diese schwarzen, dieses schwarze Dreieck oder dieses schwarze Viereck. Dieses schwarze Viereck bedeutet, die Person, die hier einsteigt, möchte zu diesem Viereck fahren. Und genauso funktioniert das auch mit den Kreisen. Also den Kreis, der hier oben ist, ist ein Passagier und der möchte zu irgendeinem anderen Kreis fahren. Zu welchem ist egal, Hauptsache ein Kreis. Genau, und das muss ich eben zusehen, dass der Zug alle Passagiere rechtzeitig zum Ziel bringt. Und rechtzeitig bedeutet so schnell, dass die Stationen nicht überfüllen. Überfüllen bedeutet wiederum, ich glaube 5 oder 6 Leute können gleichzeitig an einer Station warten. So, und ihr seht, es kommen immer wieder neue Stationen hinzu. Das ist mittlerweile neu, das da drüben ist neu. Und deshalb müssen wir im Laufe des Spiels immer wieder ja, unsere Strecken ändern und anpassen. Ich kann vorhandene Strecken jederzeit ändern. Also ich kann die hier rumziehen, kann die hier runter verbinden, also wie ich will. Ich kann auch hier über das Wasser bauen, dann brauche ich aber eine Brücke. Das mache ich jetzt einfach, ich verbinde mal die blaue Linie rüber. Dann eine Brücke, das ist dann diese gestrichelte Linie. Wenn man hier unten hinklickt, dann sieht man, wir haben momentan noch 3 Brücken übrig. Also wenn ich jetzt hier mit dem wieder zurückfahren sollte, dann haben wir noch 2 Brücken. Also ja, so einfach ist das. Und dann haben wir hier noch verschiedene Farben, gelb und blau, das sind die Linien, die wir bisher haben. Grün heißt, wir haben noch eine dritte U-Bahn-Linie frei. Die grauen haben wir noch nicht, die müssen wir noch freischalten. Und freischalten geht immer dann, wenn eine Woche herum ist. Und das Praktische ist, es ist gleich eine Woche herum. Und praktischer Zeitpunkt, die Woche 2 hat angefangen. Und wir kriegen 2 Belohnungen pro Woche. Das heißt, immer wenn Sonntag ist, die erste Belohnung hier ist immer eine Lok, also ein weiterer Zug, mit dem wir Personen befördern können. Das kriegen wir. Und dann kriegen wir, ich glaube, es ist immer zufällig, die Auswahl zwischen weiteren Sachen. In diesem Fall eine neue Bahnlinie. Das heißt, wir könnten eine vierte Bahnlinie bauen. Wäre jetzt zwar nicht so wichtig, weil wir noch die dritte nicht mal gebaut haben. Oder wir haben einen Waggon. Den können wir einfach an einen anderen Zug anhängen und dann hat er mehr Kapazität. Also dann können mehr Passagiere mitfahren. Ich nehme trotzdem die Bahnlinie, weil ich habe gelernt, dass es immer wichtig ist, viele Bahnlinien zu haben. Und ich habe gerade das große Bedürfnis, diese Linie da oben lang fahren zu lassen und hier wieder runter. Dann verbraucht zwar die blaue Linie 2 Brücken, aber dafür haben wir eine schöne Rundstrecke und die fährt dann immer so im Kreis. Also das können wir auch machen. Also wenn es keine Rundstrecke ist, dann fährt die immer bis zur Endhaltestelle, dreht da um, fährt wieder zurück. Und die fährt jetzt die ganze Zeit im Kreis. Was ich an sich ganz cool finde, weil wir könnten auch eine der Züge nicht für die Bahnstrecken, für eine neue Bahnstrecke verwenden, sondern wir könnten die auch einfach hier hinsetzen, dass die dann da mitfährt. Also mehrere Züge pro Linie. Brauchen wir jetzt aber gerade noch nicht. So, was jetzt hier schlecht ist, wir haben hier 3 Kreise, ist jetzt am Anfang noch nicht ganz so tragisch,
Aber ideal ist es auch nicht. Ich ziehe jetzt mal hier eine neue Linie durch. Ah ja, richtig, das geht nicht. Ich kann vorhandene Bahnstrecken nicht kreuzen. Das geht nur über Stationen. Das heißt, ich müsste dann zum Beispiel so fahren. Oh, guck mal, wie praktisch. So, und jetzt haben wir unsere dritte Route gebaut. Und ihr seht, es wird immer ein bisschen voller. Also es werden immer mehr Passagiere und es werden immer mehr Fahrgäste. Und idealerweise sollte man immer zusehen, dass auf jeder Linie alle Symbole sind, weil dann müssen die Leute nicht umsteigen. Wenn ich zum Beispiel diese lila Strecke hätte, ich baue die jetzt einfach mal, ich kann sie ja wieder abreißen, dann ist hier kein Viereck. Das heißt, wenn dieser Viereckmann diese Linie fahren möchte, dann müsste der zum Beispiel hier runterfahren, hier aussteigen und dann hier umsteigen in diese grüne Linie, um zum Viereck zu kommen. Das ist an sich kein Problem, aber dann haben wir immer solche dicken Umsteigestationen, die sehr Gefahr laufen zu überfüllen. Und dementsprechend lohnt es sich meistens, dass man zusieht, dass auf jeder Strecke alle Symbole abgebildet sind. Wird im Verlauf der Zeit nicht funktionieren, weil es einfach viel zu komplex wird. Und wir haben die Woche 3 erreicht. Wir kriegen wieder eine neue Lok. Und diesmal können wir auswählen schon wieder zwischen einer Bahnlinie und einem Waggon. Ich nehme wieder mal die Bahnlinie. Obwohl, bringt die mir auf Dauer was? Ach, ich nehme sie mal. Das passt schon. Und ich verlängere diese blaue Linie nach da oben, damit hier eben nochmal zwischen diesen beiden Kreisen ein Viereck drin ist. Zu viele. Oh, den sollte ich mal ganz dringend anschließen. Ich mache das mal temporär so. Zu viele gleiche Symbole hintereinander ist ungünstig, weil, naja, wenn ich hier in einem Kreis bin, dann sind da keine Passagiere, die zu einem anderen Kreis möchten, sondern nur andere Symbole. Wenn ich jetzt aber über 4 Kreise hintereinander fahre und glaubt mir, das wird noch passieren in diesem Durchgang, dann bedeutet das, dass der Zug sehr schnell voll wird und wenn der Zug voll ist, dann ja, ist das schlecht. Dann steigen nämlich keine Leute ein, beziehungsweise der Zug hält dann nicht mal richtig. Und dementsprechend ist es immer gut, wenn die Symbole ein bisschen abwechselnd sind. Hier zum Beispiel könnte ich jetzt diese grüne mal verlängern, nach da oben. Dieses neue Symbol, also das ist zum ersten Mal dieser Tropfen. Nicht so viele Symbole da hinten. Genau, und jetzt haben wir hier zum Beispiel das erste Mal den Fall. Wir haben hier einen Kreis, noch einen Kreis, noch einen Kreis. Und ja, wenn jetzt hier ein Viereck einsteigen möchte, dann muss der alle Stationen mitfahren. Und das ist halt eigentlich nicht sonderlich gut. Und ihr seht ja, der ist ja jetzt schon voll. Und daher eher ungünstig. Hier in dem Bereich sieht es aber eigentlich ganz gut aus bisher. Die blauen, ich glaube, den blauen werden wir jetzt da lang fahren lassen, weil der hat da noch keinen Kreis. Da haben wir hier ein Dreieck und ein Viereck, das passt dann ganz gut. Vor allem kann dann der hier, der fährt im Grunde falsch rum, das ist doof. Schaut, hier, der hat jetzt 6 Dreiecke drin. Die steigen dann hier alle aus und die sind halt alle von hier aus schon mitgefahren. Und ich habe ein bisschen Sorgen um die blaue Linie. Deshalb werde ich mal hier jetzt einen zweiten Zug einsetzen und der fährt in die andere Richtung wie dieser blaue. Und wir haben die vierte Woche erreicht. Und jetzt können wir uns überlegen, wollen wir einen Waggon haben? Also wie gesagt, einen, ja, die Kapazität von einem Zug erhöhen oder holen wir uns 2 neue Tunnel? Und ich bin sehr stark dafür, dass wir die Tunnel nehmen, weil erstens haben wir gerade keine mehr frei und zum zweiten befürchte ich, dass irgendwann hier auf dieser Insel da was entsteht und dann brauchen wir 2 neue oder zumindest einen neuen dazu. Und das wäre dann eher ungünstig. So, den da oben, den müssen wir erstmal anschließen. Und wir haben noch eine Linie frei. Und ich glaube, ich möchte diese Linie als Entlastung einmal hier reinbauen. Wir
können sie ja jederzeit wieder abreißen, aber einfach, dass die hier ein bisschen ja, entlastet werden. Hier sind immer sehr viele, die zu diesem Tropfen wollen. Dann machen wir das ein bisschen anders. Und seht ihr es, diese Linie da oben, die ist jetzt schon überfüllt. Ja, seht ihr es? Da ist, kommt dieser Kreis hier. Und wenn der voll ist, dann bedeutet das, dass diese Station komplett überfüllt ist. Und ich hoffe, dass die das jetzt rechtzeitig hinkriegen. Da kommen jetzt zumindest mal zwei Wagen. Und das haben sie souverän gemeistert. Also unsere neue Orangenlilie war sehr gut. Ich werde jetzt mal die grüne dahin verlängern. Und die blaue ebenfalls, damit die hier an dem... Achso, du kommst da jetzt zwar da wieder nicht vorbei. Nee. Die Orangene. Dann muss die Orangene auch noch da lang fahren. Und weil es so schön ist. Die blaue auch. Müsste jetzt gehen. Gut. Perfekt. Und die Orangen verlängern wir dann noch zu diesem Kreis. Und da unten ist auch noch was. Oh Gott. Die gelbe ist noch auch nicht so lang. Das heißt, wir fahren. Habe ich das schon erzählt? Also, ich kann jetzt. Wenn ich die gelbe jetzt nochmal entferne, ich kann jetzt nicht hier durchfahren, weil ich kann keine existierenden Linien kreuzen, aber ich kann immer zu bestimmten Stationen fahren und ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen. Guck, ich habe ja genau gesehen, der Grüne ist da jetzt durchgefahren. Gott, jetzt habe ich mal die gelbe Linie ganz schnell da hoch verlängert. Und hoffe, dass der das hinkriegt. Hier unten sind einfach viel zu viele Kreise. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wir kriegen jetzt auf alle Fälle eine Lok. Das ist prima. Zwei Tunnel wäre auch praktisch. Aber die Bahnlinie ist mir gerade lieber. Und weil es gerade ein bisschen stressig ist, klicke ich mal auf Pause. Weil sonst sehe ich schwarz. Also ich kann hier auch schneller abspielen. Das ist ganz praktisch. Aber ihr seht hier, das sind lauter Kreise. Kreis, 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 Kreis. Und deshalb kommen die Leute da nicht mehr weg. Und ich fürchte, das sind lauter Dreiecke. Lauter Dreiecke. Und das ist nicht gut. Und nachdem wir jetzt noch eine Bahnlinie haben... Ach Gott. Okay, das wird jetzt lustig. Wir bauen die blaue hier weg. Die lila, ne, die macht ja auch noch nicht so viel. Das heißt, die kann doch schon mal... hier hochfahren und hier ein bisschen entlasten. Und zusätzlich baue ich jetzt mal temporär hier noch die grüne rein, die einfach nur da lang fährt. Die sogar hier noch die Kreise wegnehmen kann. So. Das heißt, die ganzen Dreiecke und die da kommen dahin. Die sind abgedeckt. Das gefällt mir dann schon mal etwas besser. So, was mir auch gut gefällt, ist, dass hier jetzt auf einmal ein Dreieck dabei ist. Dreieck, also dann haben wir nämlich Dreieck, Kreis. Ach nee, das ist ja gar nicht die grüne. Aber Kreis, Dreieck, nochmal Kreis, Dreieck, Viereck. Das finde ich ganz gut. Und das behalten wir mal im Auge, wie gut das da oben funktioniert. Und ich glaube, jetzt können wir mal wieder ein bisschen weiterspielen. Das mache ich ganz selten tatsächlich, aber gerade war es sehr stressig. Aber da mache ich mir noch ein bisschen Sorgen, ob da überhaupt noch einer rechtzeitig hinkommt. Komm, 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 komm. Fahr ein bisschen schneller, fahr ein bisschen schneller. Hopp, 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 lad alle ein. Das ist ein Stress. Haben wir noch irgendwas? Ein Waggon? Nö, gar nichts. So, seht ihr, hier steigen jetzt alle um und das ist halt auch eher ungünstig, nachdem hier so viele da hoch wollen. Mache ich, glaube ich, mal eine, verlängere ich die gelbe mal da hoch. Und da unten ist schon wieder überfüllt. Also das wird, glaube ich, keine gute Runde. Das wird ein bisschen stressig. Das kann ich da anbinden. Da ist es auch ein bisschen überfüllt. Haben wir noch einen Waggon? Ne, wir haben auch keine Lok mehr. Also es ist eng, aber... Gut, dann machen wir aus der gelben mal auch eine Kreislinie.
ist jetzt optisch nicht so schön. Also die ist nicht an die... Ach, können wir eigentlich verbinden. Wird aber eh schon lang fahren. Und wenn jetzt gleich die nächste Woche anfängt... Stress. Was ein Chaos. Also meine Bestmarke in Paris war 1600. Ich habe den Eindruck, das werden wir heute nicht erreichen. Ich bin auch so jemand, also es gibt ja unterschiedliche Ansätze. So viele sagen bei Minimetro, ja, wir brauchen ganz viele Ringlinien. Finde ich an sich gar nicht so schlecht. Die ist auch ziemlich voll. Finde ich an sich nicht schlecht, aber nur Ringlinien, finde ich, funktioniert auch nicht. Was ich mal recht gerne mag, ist große Ringlinien, aber dann in der Mitte irgendwie so ein bisschen verbinden oder so Problemstellen miteinander verbinden. Das funktioniert meistens ganz gut. Da oben ist ja auch noch eine. Tja, das ist zwar jetzt optisch doof, aber Gott sei Dank, wir haben eine neue Lok und wir haben zwei neue Tunnel oder einen Waggon. Dann nehmen wir mal einen Waggon, den habe ich euch ja eh noch nicht gezeigt. Dieses Kreuz binden wir ganz einfach schnell da an. Und wenn wir jetzt... Genau, wir haben jetzt noch einen Zug übrig, das ist ganz gut. Und nachdem die gelbe mir so ein bisschen Sorgen macht, eigentlich auch die grüne. Eigentlich die grüne mehr, weil die grüne so ewig lang ist. Die fährt ja da ganz außen rum. Dann kriegt die grüne jetzt noch einen Wagen. Hä? Hier, komm, nimm. Also noch einen Zug. Und weil die mir extrem lang ist, setze ich den zweiten Wagen jetzt an diesen Zug da dran. Das heißt, der kann jetzt doppelt so viel transportieren. Und ich hoffe, das bringt was. Die grüne Strecke ist nämlich verdammt lang. Und das ist fast nicht gut, aber immerhin sind sie zu zweit und jetzt auch mit langem Anhänger. Ich wüsste jetzt aber nicht, wie ich was irgendwie großartig umbauen sollte. Das hier gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Wo ist der Orange? Der fährt in die falsche Richtung. Ah, das könnte jetzt sehr kritisch werden. Vor allem auch hier. Also das, fünf Wagen sind schon drin. Ich glaube nicht, dass der blaue rechtzeitig da unten ist, oder? Oder einer der beiden blauen. Doch, klappt noch. Gerade so. Aber das Problem ist, die Grünen müssen da schnell, schnell, schnell. Weil das sind alles Kreuze und die müssen dahin. Und da oben wird es jetzt so richtig eng. Okay, wir brauchen nochmal eine Pause. weil wir haben jetzt zwei Probleme. Zum ersten, Überfüllungen wie blöde. Und zum zweiten, wir müssen da hoch. Das heißt, wir brauchen mindestens eine Brücke. Wir haben aber keine Brücken mehr. Tunnel meine ich natürlich. Das heißt, wir müssen einen Tunnel auflösen. Und das ist nicht gut. Weil die Tunnel nutzen eigentlich nur blau, zweimal grün und zweimal gelb. Das heißt, einer von dieser Ringlinien müssen wir auflösen. Sonst kommen wir da nicht drüben hin. Es ist gleich Sonntag, das könnte uns vielleicht ein bisschen den Arsch retten. Wenn ich den blauen... Also den blauen auf alle Fälle müssen wir mal dahin verlängern. Das ist auf alle Fälle nicht schlecht. Hierhin und rüber. Dann entlastet der das vielleicht ein bisschen. Aber das bringt uns jetzt gerade gar nichts. Ich muss das jetzt erstmal auflösen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist. Tendenziell nein. wie komme ich da jetzt am besten rüber? Das ist äußerst ungünstig. Dann setze ich es erstmal so. Das ist zwar irgendwie total unschön, aber es hilft nichts. Und wenn wir Glück haben, überleben wir noch. Das hängt jetzt ganz stark davon ab, was diese überfüllten Stationen hier machen. Die beiden Grünen kommen jetzt da wieder an. Das ist gut. Sehr gut.
Okay. Da haben wir jetzt ein neues Viereck. Hilfe, es ist ein Chaos. Und deshalb schiebe ich jetzt die gelbe darunter. Weil dann, das müsste eigentlich ganz gut reichen. Das ist viel zu krass. Viel zu krass gerade. Und ich wünsche mir jetzt eine neue Bahnlinie. Und zwar dringend. Also ein Lok haben wir und wir haben eine neue Bahnlinie. Das ist gut. Dann setze ich mal ganz schnell auf Pause. und muss jetzt unbedingt... Der Ton klingt gerade nicht so toll. Liegt es daran, dass ich pausiert habe? Ich hoffe es mal. So, also wir haben eine neue Bahnlinie, schön in Pink. Die fährt mal hier lang. Da sind ganz viele Dreiecke, das heißt, die müssen unbedingt da lang fahren. Und das binden wir auch noch an. Ich hoffe, dass das jetzt reicht. Und ich glaube, den Ton habe ich ein bisschen geschrottet. Das tut mir jetzt fürchterlich leid. Klingt zumindest bei mir schrecklich. Oh Gott, das klingt wirklich schrecklich. Aber ich glaube, so lange werden wir nicht mehr durchhalten. Aber ihr versteht, warum das Spiel zwar irgendwie einfach und total simpel ist und auf der anderen Seite so schwer zu meistern. So, jetzt fahren wir mit dem Gelben da noch lang. Der Grüne, der ist noch viel zu kurz, der darf auch noch da lang fahren. Der Grüne ist wirklich kurz. Oh Gott, es tut mir wirklich leid jetzt mit der Musik. Das wollte ich doch gar nicht. Aber ich, wie gesagt, wir halten es eh nicht mehr lange durch. Das ist mir noch nie passiert, dass die Musik so abkackt. Sehr ungünstig. Aber das macht nichts, dann kann ich jetzt, wenn ich jetzt gleich sterbe... Wahrscheinlich sterbe ich nicht. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Vielleicht überspiele ich die Musik ein bisschen. Den kann man da eigentlich noch... Das ist super, weil da sind so viele... Vierecke. Die müssen wir eigentlich auffallen. Die grüne ist viel zu lang. Haben wir noch irgendwas? Ne, wir haben überhaupt nichts mehr, was wir einsetzen können. Irgendwie kriegen wir es aber dann doch noch hin, gell? Also die hier ist jetzt auch schon kritisch. Das kriegt die orange gerade so noch hin. Aber gerade kann ich nichts machen. Und hier sehen wir so ein Problem. Hier warten ganz viele Kreuze. Hier warten ganz viele Kreuze. Und die wollen alle da hin. Vielleicht sollte ich die blaue auch noch daran verbinden. Dass die auch noch ein paar Kreuze mit transportiert. Und jetzt ist dieser Zug voll mit Kreuzen. Sehr lustig. So. 1080 haben wir bisher. Das ist ein bisschen schade. Man kann nämlich nicht speichern. Oder? Kann ich speichern? Ich weiß es nicht. Ich will es jetzt nicht ausprobieren. Das könnte ich einfach neu starten. Okay. Okay, hier, da, das wird kritisch. Wir haben die nächste Woche erreicht. Wir können jetzt einen Umsteigebahnhof bauen. Umsteigebahnhof bedeutet, die Kapazität eines Bahnhofs wird erhöht. Und, Waggon wäre natürlich auch nicht ganz praktisch, unpraktisch. Umsteigebahnhof ist natürlich dann praktisch, wenn man, akut gerade ein Problem hat. Aber ich möchte gerne einen Waggon haben. Und ja, man kann auch ein bisschen cheaten, sagen wir es mal so. Also ich habe jetzt noch eine Lok übrig. Und die könnte ich natürlich, wenn es jetzt Not am Mann ist, einfach mal schnell da oben hinbauen. Das ist also hier wieder dieser Waggon. Und den setze ich jetzt mal hier wirklich an den Orangenen dran. Und da unten ist er auch kritisch. Und, ja, das mache ich jetzt einfach mal hier. Also der überfüllt gleich. Deshalb setze ich jetzt hier die Lok hin. Und jetzt fahren auf der gelben zwei Loks rum. Genau. Aber da haben wir gleich wieder das nächste. Ah, das habe ich ja komplett übersehen. Ah, das habe ich ja fast... Das war extrem knapp. Ich habe übersehen, dass da ein neuer Punkt ist. Genauso wie auch hier. Klasse. Also langsam wird's voll. Haben schon 1245 Gäste unterwegs. Jetzt wäre es praktisch, wenn der da ganz schnell hinfährt. Das Lustige ist, Gott, da fährst du halt wieder dahin.
Das kriegt er hin, das dürfte er auch hinkriegen. Den grünen verlängere ich jetzt mal nicht, dass er nicht da lang fährt, sondern über den hier. Einfach aus dem Grund, weil da so viele Vierecke drin sind, dass der den los wird. Und was ich jetzt mit dem mache, habe ich keine Ahnung. Haben wir noch Tunnel? Nee, ne? Wir haben keine Tunnel. Wir haben keine Tunnel mehr übrig. Das ist ungünstig. Und ich vermute, das ist auch eine ungünstige Fahrt. Aber mir hilft es gerade nicht. Vielleicht kann ich mich noch mal in die nächste Woche retten. Hier der Orangene ist schon wieder ein bisschen kritisch. Können wir mal den Lilanen, den Rosanen noch dran pappen. Hier, der ist extrem kritisch gerade. Der ist richtig voll. Und da kommt ein voller Gelber und der unten ist auch voll. Also das Problem ist, wenn die Züge voll sind, dann fahren die halt durch, ne? Und dann können sie auch nichts mittransportieren. Aber bisher klappt es noch. Und hier ist es jetzt extra. Das wird nichts mehr werden. Komm, fahr da hoch. Ah, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Den habe ich jetzt auch ein bisschen übersehen. Aber ich hätte jetzt auch keine Ahnung gehabt, wie ich das noch lösen soll. Also, dieser Bahnhof ist überfüllt. Ihr seht, da sind so viele Leute, die warten. 1425 Fahrgäste haben wir geschafft. Und sind mit der Metro innerhalb von 55 Tagen gefahren. Was doch ganz cool ist. Und ja, wie gesagt, der Sound ist jetzt erstens eh weg und zweitens macht das jetzt gerade keinen Sinn. Ich wollte noch unbedingt ein zweite Runde mit euch spielen. Nämlich hier drüben in Osaka. Dann würde ich sagen, wir machen einfach wirklich zwei Teile draus. Es gibt noch einen zweiten Teil von Minimetro, wo wir uns nochmal Osaka anschauen, je nach Zeit noch vielleicht noch was anderes. Und ich freue mich, wenn ihr dann einschaltet. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei Teil 2 dann. Bis dann. Servus.